Du weißt, wenn du dich zu Gott nahst, hat er alles für dich, was du brauchst. Er hat die Fülle. Er hat alles, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Jeden Mangel kann er vollkommen ausfüllen, kann dich mit seinem Reichtum beschenken. Jede Krankheit, er kann sie wegnehmen und kann deine Gesundheit wiederherstellen. Jedes Gebrechen, alle Schmerzen, alle psychischen Defizite, er kann in dein Leben eingreifen und kann dich segnen und kann dich beschenken. Er hat alles für dich auf Lager. Aber es gibt eine Bedingung, wir müssen uns ihm nahen, wir müssen zu ihm gehen, wir müssen Gemeinschaft mit ihm haben. Und die Bibel gebraucht dazu ein Wort, was wir nicht sehr gerne haben. Das Wort suchen. Suchen. Wir haben Gott zu suchen. Suchen klingt nach Mühsal, nach Arbeit, nach unangenehmer Tätigkeit. Und du kennst garantiert die Worte aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wenn du dich auf den Weg machst und Gott suchst, dann wirst du ihn finden. Diese Verheißung ist da. Es heißt, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, in Jeremia. Daran gibt es keinen Zweifel. Gott ist zu finden. Paulus sagt, er ist nicht ferne von uns. Er ist nicht ferne von uns, er ist nah. Aber wir müssen uns aufmachen und müssen ihm begegnen. Wir müssen ihn suchen. Und das ist für uns in der westlichen Welt eine schwierige Angelegenheit, weil wir sind so zugedröhnt mit den Medien, mit Informationen, mit Unruhe. Wir sind so busy. Wir haben das Fernsehen, wir haben Internet, wir haben Zeitung. Alles beansprucht unsere Aufmerksamkeit. Und wir finden fast keine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Und einfach uns darauf einzulassen, zu sagen, okay, ich schalte jetzt mal alles runter, ich fahre mal das System runter und ich bin bereit, Gott zu begegnen. Verstehe mich nicht falsch, das hat nichts mit irgendeiner meditativen Stille zu tun. Das kann sehr, sehr aktiv sein. Es geht darum, dass wir Gott begegnen. Das hat auch was mit Begehren zu tun, dass du wirklich dich mit deinem ganzen Herzen nach ihm ausstreckst. Aber dazu müssen wir andere Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wegziehen, die unser Denken wegziehen, die uns ablenken von der sanften, leisen Stimme des Heiligen Geistes, die müssen wir eben zur Seite schieben. Lass den Fernseher mal aus. Lass von mir aus sogar das Internet aus. Leg mal die Zeitungen zur Seite. Nimm dir mal ein paar Tage Auszeit, wo du einfach sagst, ich werde mich mal von diesen Dingen ein bisschen zurückhalten und einfach mal Zeit für Gott haben. Und dann kannst du sicher sein, diese Verheißung, wenn du mich suchst, wirst du mich finden, die gilt für dich. Gott will sich von dir finden lassen. Er ist begierig danach, mit dir in eine persönliche Beziehung, in Gemeinschaft, in gemeinsam verbrachte Zeit hineinzugehen. Er streckt sich nach dir aus. Er wartet schon auf dich. Es wird kein großes, keine Mühsal sein, wenn du dich aufmachst, Gott zu finden. Der wartet schon auf dich, der will sich finden lassen. Er wird dich sofort locken, damit du merkst, wo du ihn finden kannst. Und dort, wo Gott ist, da ist all das, was du brauchst. Er hat alles, was du brauchst. Deshalb, es lohnt sich, sich aufzumachen und Gott zu finden. In dem Sinne, er hat mehr für dich. Suche ihn und finde ihn.